Das heißt, was man sich klar machen muss, ist, dass sowohl Therapeut oder Klient sich schwerpunktmäßig auf eine der drei Ebenen konzentrieren. Das müssen sie auch, weil ein ganz wichtiges therapeutisches oder eine ganz wichtige Erkenntnis für die Psychotherapie ist, dass Menschen begrenzte Verarbeitungskapazität haben. Na, das heißt, also Klienten können sich immer nur auf einen Aspekt oder auf wenige Aspekte konzentrieren und müssen ihre Ressourcen darauf beziehen, damit da was Vernünftiges bei rauskommt. Das gilt für Therapeuten auch. Ja, ich will das mal systematisch durchgehen und den Aspekt Kommunikation betrachten. Also einerseits gucken, was macht die Klientin, aber was mache ich auch als Therapeut? Und Sie werden sehen, ich setze sehr viele Marker. Und das Markerkonzept ist in der erklärungsorientierten Therapie zentral. Na, Sie müssen ja bedenken, der Klient ist nicht auf einem Klärungstrip, sondern der ist auf einem Trip, mir Beziehungsbotschaften zu senden. Ich will aber letzten Endes natürlich, dass er nach innen guckt und auf die Klärungsebene geht. Das kann ich aber nicht erreichen, indem ich forciere. Und das kann ich nicht von heute auf morgen erreichen, sondern nur langfristig, Schrittchen für Schrittchen. Kann man ja auch so in Ruhe besprechen. Ich Das heißt, kann das ja. Streiten, dass er streiten will, stört sich schon stark. Na, und das ist die Intervention kostensalient machen, na, dass ich sage, naja, es stört sie schon stark, weil sie mir als Dependente natürlich das Image aufmacht, eigentlich ist also alles in Ordnung, wir haben nur an einer bestimmten Stelle ein peripheres Problem. Das mag stimmen, ist aber nicht wahrscheinlich. Also wenn eine Dependente aufgrund des Streits in Psychotherapie kommt, dann weiß sie, dass das eigentlich schon eine bedrohliche Situation ist, das will sie aber nicht wahrhaben. Könnten Sie bitte mehr zu Alienation sagen? Was ist das? Was gehört dazu? Etc. Ja, Alienation ist ja ein motivationstheoretisches Konstrukt, was Beckmann und Kuhle entwickelt haben. Und Alienation, also motivationstheoretisch muss man davon ausgehen, es gibt implizite und explizite Motive. Implizite Motive sind die, die sich in unserer Biografie bilden, die unsere eigentlichen Motive sind, wenn Sie so wollen, und deren Befriedigung Zufriedenheit erzeugt. Und explizite Motive bedeutet, dass wir sehr viel, ne, von den Ansprüchen, die unsere Eltern an uns richten, übernehmen. Das heißt, es sind eigentlich gar nicht unsere Motive, sondern wir machen sie zu unseren Motiven. Und extrinsische Motive bilden aber zum ganz großen Teil die impliziten Motive nicht ab. Das heißt, wenn Sie den extrinsischen Motiven folgen, können Sie an den intrinsischen Motiven total vorbeileben. Na, zum Beispiel, na, der Klient, der Narzisst, der leistungsorientiert ist, will ja eigentlich nicht leisten, er will Anerkennung. Und er leistet und leistet und leistet und leistet und wird trotzdem nicht zufrieden. Das ist ja die typische Situation, die Sie bei Narzissten haben. Und Alienation bedeutet, sie haben mehr oder weniger keinen Zugang mehr zu ihren tatsächlichen impliziten Motiven.